Ein herzliches Willkommen zu unserem Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und Antalyaspor. Die Mannschaft von Nuri Sahin, die in der letzten zweiten Hälfte der Saison so überzeugt hat und ganz klar von Nuri geprägt wurde. Und auf was wir auch schon mal hinweisen wollen, Nobby wird nach dem Spiel noch mit ihm sprechen, mit Nuri Sahin. Wenn jetzt Hazard die erste Chance hat für den BVB und Julian Brandt, na, er hat dich gehört, Nobby. Er hat dich gehört und nimmt dich beim Wort. 1:0 für den BVB. In der 8. Minute. 8. Minute. Adriano. Mann, Torabschluss. 19. Minute. Doppelpass, Gio am ersten, am zweiten. Schuss aufs Tor. Und der kullert. Der kullert am Tor vorbei. Schöne Aktion von Gio Reyna in der 23. Spielminute. Stark von Koulibaly. Bei No Gittens. Jetzt hat er mal Platz. Immer noch bei No Gittens. Oh, was für ein Solo. Was für ein Solo von Jamie bei No Gittens. 17 Jahre ist er alt. Den kannst du nicht bremsen. Den kannst du nicht bremsen. Der ist einfach zu schnell. Schade. Auch da, Hand ist hoch. Was? Drin. Oh, den hat er aber dem sowas von auf den Schädel gedonnert. Also das war wirklich Alassane Ndao ist der Torschütze. Aber das hat, deshalb wisst ihr, jede Menge Programm. Julian Brandt. Regensburg gewinnt. Nobby ist wieder am Start. Ja, guter Ball. Damit ihr nicht allzu lange auf die Ball warten müsst. Bretti fängt den Ball leider nicht im Tor unter, aber vor eine gute Aktion. Was auch oft gefragt wird, wann es denn morgen losgeht mit dem Stream. Wenn wir fast die 2:1 Führung sehen, gegen 15.15 Uhr. Reinschauen. 1:1 zwischen Borussia Dortmund und Antalyaspor. Der BVB in Führung gegangen durch Julian Brandt in der 8. Spielminute. Der Ausgleich dann durch Alassane Ndao in der 59. Spielminute. Das der Endstand.